Ja, wir haben in den nächsten Tagen zunächst einmal ein paar Schauspielklassiker in Fremdsprache, also in Englisch der Charles Dickens Roman A Christmas Carol. Das ist so ein Klassiker bei uns, der sehr viel besucht wird, viele Schulklassen, die da reingehen. Und auf Französisch von Molière, Der Geizige, L'Avare. Auch eine Aufführung, die sicher die Jugendlichen sehr ansprechen wird. Und zwischen den Jahren, beziehungsweise zu Beginn des neuen Jahres, kommen ein paar musikalische Sachen. Da gibt es ein Musical Potpourri, das heißt Musicals in Concert, wo verschiedene Szenen aus bekannten Musicals gezeigt werden. Und dann eben Anfang Januar die Operette Gräfin Mariza. Frau Krein, Sie sind speziell für Kindertheater zuständig. Was erwartet die jungen Gäste? Ja, wir haben zunächst mal Tintenherz. Das ist ja das bekannte Buch von Cornelia Funke als Figurentheater auf der Bühne vom Theater Weitspeicher. Auf der großen Bühne tatsächlich, aber natürlich mit Zuschauerbegrenzung, wobei die Puppen, die Figuren auf der Bühne auch nicht so klein sind, sind fast 1 Meter groß. Und die Vorstellung wird mit starken Lichteffekten, Videoeinspielungen auch stattfinden. Im Hintergrund sieht man eine große Bibliotheksanmutung. Es geht ja darum, dass Figuren aus dem Buch herausgelesen werden. Sehr spannend umgesetzt. Dann in unserem Studio hier im Pfalzbau ein kleines Figurentheater, Guten Tag, kleines Schweinchen, das sind die bekannten Janosch-Figuren. Und das wird sehr süß umgesetzt von einer Darstellerin und die bekannten Figuren, kleines Schweinchen, der Tiger, der kleine Bär. Es geht um das Thema Freundschaft. Das spielt sich alles in einem überdimensionierten Rock der Darstellerin ab. Und dann noch eine sehr, sehr große Produktion vom Schauspiel Hannover, Pünktchen und Anton, wo das ganze Ensemble tatsächlich eingebunden ist in diese Produktion. Da geht es rasant zu auf der Bühne. Es wird alles Mögliche auf die Bühne gefahren, auch ein großes Auto zur Begeisterung der Väter. So eine typische Familienvorstellung, sehr temperamentvoll erzählt. Und man kann sa fast sagen, die Hauptfigur des Ganzen ist weder Pünktchen noch Anton, sondern der Hund Piefke, der auch ganz toll dargestellt wird von einer Ensembledarstellerin. Für welches Alter sind diese Präsentationen? Ja, das habe ich vergessen zu sagen. Also Guten Tag, kleines Schweinchen ist für Kinder ab 3. Da sind die Vorstellungen allerdings leider schon fast ausverkauft. Tintenherz ist für Kinder ab 8 und Pünktchen und Anton auch ungefähr. Ne? Aber wie gesagt, auch eine Familienvorstellung auch toll für Erwachsene. Frau Dr. Schwarz, wie geht's im Januar 2013 weiter? Ja, wir haben verschiedene Produktionen im Angebot. Wir haben Ballett, wir haben Schauspiel, es ist auch Komödie geboten, also es lohnt sich auf jeden Fall ins Programm reinzuschauen. Kleiner Rückblick vielleicht auf den Ring. Er ist ja jetzt abgeschlossen. Es gibt zwar noch den Zyklus 2013, aber so allgemein, was haben Sie hier im Theater im Pfalzbau für Feedbacks bekommen? Ja, überwiegend positive und wir sind natürlich stolz darauf, dass das alles so gut funktioniert hat. Wir sind ja jetzt nicht unbedingt ein Haus, was auf so eine große Produktion angelegt ist, aber es hat gut geklappt. Das Orchester hat schön gespielt, die Sänger sind ja teilweise hochgelobt worden und ja, wir sind begeistert und freuen uns jetzt auf den Ringzyklus im April. Im Moment läuft ja unsere Weihnachtsaktion mit Rabatten. Lohnt sich auf jeden Fall, sich da auch noch zu informieren. Das läuft nur im Dezember. Also wer sich noch Karten vielleicht für den gesamten Zyklus holen will, der sollte sich beeilen.